Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintendran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen rumgedümpelt, ein paar Sachen gemacht und heute wollen wir mit der Story weitermachen. So, was hat denn die Chefin zu unserem... Ich darf gar nicht näher an die ran, der hat einfach ein Schutzschild. So, also, sind ein paar Sachen passiert. Hallo. Willkommen zurück. Wir haben den Nergigante nicht gesehen. Dafür sind wir aber einem zornesverstrahlten Astolos begegnet. Einige Leute untersuchen gerade den Verbleib des Nergigante. Wenn sie das herausfinden, lasse ich es nicht wissen. Danke. Ich wette, der Rater könnte auch eine Pause gebrauchen, oder? Gehen wir kurz bei dir zu Hause vorbei, Kumpanin. Ich dachte, wir gehen jetzt erstmal zurück zur Insel. Okay. Gehen wir zum Haus und relaxen ein bisschen. Ach, die Musik ist so schön, aber so traurig irgendwie. So melancholisch. Na? Sie scheinen keine neuen Infos über den Gigante zu haben. Am besten lässt Rata sich bei dir zu Hause ausruhen. Ich weiß zwar nicht, wie er in dieses kleine Häuschen passt, aber hey. How is everyone doing? Wrath is all rested up and feeling fine. That's not what I meant. Right. My partner's still, You said before we reminded you of yourself in the past. Did something happen to you too? I prefer not to talk about my past. It's not a particularly uplifting story. Do you really want to know? Yes, please tell us. I lost my mother in a monster attack. After that, I wanted nothing more than to wipe out every monster. That's why I became a rider. I didn't care about kinship or monsties. I just wanted more power for revenge. That's so sad. It took a real rider to show me that kinship is more important than strength. A real rider? My old partner! You know, the legendary rider the chief in Kuan was talking about? Through our battles, I realized that a bond a rider has with their monsty is the true source of power. I chose to let my hatred guide me, and it brought me nothing but misery. During my struggles, I hurt all kinds of people and monsters. I even hurt Rathi. But your monsty still stood by you through all of that. That's enough about me. Let's just say, beating yourself up about stuff you can't change won't get you anywhere. Take it from me. I have had reports of a large monster near the Lake of Flames. It may be the Nergigante you seek. It's only a matter of time before it attacks the village. Let's head out. Ja, das war einer der Sideplots vom ersten Game. Eine beunruhigende Sichtung. Obsidianflügel voll schrecklicher Macht. Die Macht der Zerstörung konnte nicht kontrolliert werden. Die Bindung, die dich hätte stärken sollen, hat mehr Schaden angerichtet. Wie kannst du Rata beschützen? Keine Antwort in Sicht, verfolgst du den Nergigante auf der Suche nach Hinweisen. Lass uns losgehen. Der See der Flammen liegt tief im Vulkan Terga. Sei darauf gefasst, dass es gefährlich wird. Ey, ich muss sagen, ich bin jetzt aber irgendwie hart verwirrt. Die letzte Cutscene, ja gut, Rata ist wieder ein bisschen aufgeblitzt, aber... Ja, okay, dann gehen wir los. Ja, wir hatten doch schon den Moment des Zweifelns. Jetzt nochmal ein Moment des Zweifelns. Nachdem wir gemerkt haben, dass wir... Ich weiß nicht, das ist irgendwie pacing-wise ein bisschen meh. Aber was weiß ich schon. Weil ich glaube, ich gebe ein paar von den Sachen ab. Ey, das ist nicht das Questboard. Das ist das Questboard.
einfach ein paar Level-Ups bekommen. So. Ja gut, das sind jetzt nicht so viele XP, aber... Der Lagergruß hat auch nicht so viel XP gegeben. Es hat fast für ein Level-Up gereicht. Grüner Plesiot. Ich habe Gerüchte über einen riesigen Fisch am Vulkan Tiaga gehört. Doch es war ein Miaunster. Bestraft es dafür, dass ich hungrig bleiben musste und enttäuscht wurde. Das sind auch gefühlt auch irgendwie die besten Questen. Sollte ein Fisch sein, aber es war ein Monster. Hm. Gehen wir mal abends raus. Ich meine, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hier rauszufinden, warum diese Löcher entstehen. Und das ist scheinbar das Werk eines Drachenältesten. Wissen die hier nicht, dass nur gigantische Drachenälteste fressen, oder? Der Plot ist gerade irgendwie weird geworden. Don't know. Oder vor allem haben die Forschung von der neuen Welt nicht mitbekommen. Ich meine, scheinbar sind sie in der neuen Welt. Wurde das nicht kommuniziert, dass die liebende Gigante hat sie ein seltener Monsterbau irgendwo? Nein. Ich meine, wenn irgendwas im Weg steht, dann klatscht das Gigante auch weg, aber das muss der See der Flammen sein. Oh Moment, bevor wir da reingehen, sollte ich vielleicht noch... Was ist denn... Das da benutzen. So. Ich finde das gerade irgendwie sehr komisch. Vielleicht bin aber nur ich es. So, der See der Flammen. So, wenn wir neue Monster sehen, werden wir die klatschen gehen. Und ansonsten werden wir jetzt erstmal, hätte ich jetzt aber mal gesagt, mit der Hauptquest weitermachen. Oh, und apropos, ich habe ja mal gefragt, von wegen, dass ich mich frage, ob es hier schon den Molten T-Rex gibt. Der kommt scheinbar erst mit einem DLC im Ende September oder so. Verdammt, wir sind ja schon fast Ende September. Das ist der 28. F. Ich glaube am 30. oder so. Und wie gesagt, ich meine, es ist ja nichts Schlechtes, dass man per DLC Sachen dazu gibt, aber ich finde es halt irgendwie doof, dass die hinter Multiplayer quasi verschlossen bleiben. Fühlt sich irgendwie ein bisschen so an, als ob Capcom das was forcieren will, dass du das im Multiplayer machen musst. Ich meine, man könnte es auch solo versuchen oder mit den KI-Begleitern. Ne? Das könnte eine Möglichkeit sein. Wenn das eine Möglichkeit ist und ich das einfach falsch aufgefasst habe oder noch nicht ausprobiert habe, dann sagt es mir ruhig, wenn man das quasi solo machen kann. Das wäre dann sie nur. Lass mich zufrieden. Ich brauche so Material von dir. Von dir, aber ich habe gerade keine Lust. Oh ja, da oben haben wir noch ein bisschen was nicht erforscht. Das gehen wir uns jetzt gleich angucken. Ja, das sind halt auch so Endgame-Sachen. So. Auch cool Vetaro, die meine, ich würde euch das unfassbar gern zeigen, aber es sind halt so. Da muss ich springen können, da komme ich nicht hin. Und ich glaube, da kann ich vorbeirennen, aber das auch nicht. Nee. Gut, dann können wir dann trotzdem weitergehen. Ich meine, ich habe halt kein Nintendo Online oder wie das heißt. Zum Beispiel Rise spiele ich auch nicht online. Auch PlayStation habe ich auch das Online-Dingsbums nicht. Weil ich finde es gut, dass ich das nicht haben muss, um FF14 zu spielen. Das kostet ja auch Geld pro Monat.
Ich brauche keine Lust, Sinogre. Wenn ich Materialien brauche, farm ich sie offscreen. Tschüss. Ach ja, das sind sowieso dann gefühlt auch nur die Endgame-Monster, die man für die Endgame-Sachen braucht. Wobei, ich muss mal mein Spiel, also gucken, mit welchen Monstern ich quasi die finale Challenge geschafft habe, weil das waren teils auch nicht wirklich quote-unquote Endgame-Monster. Die hat einen Sinogre, einen stygischen Sinogre, den Rathalos obviously. Ich weiß nicht, ob ich eine Ratian hatte oder nicht. Look für ein Stimulant. Nice. Aber eben, das sind halt... Ne? Ich meine, ich habe auch nicht jetzt unbedingt mir Mühe gemacht, die allerbesten Supergene da reinzustopfen. Also hier zum Beispiel mache ich mir viel mehr Mühe mit den Genen. Als ich das damals in meinem Playthrough gemacht habe, das war einfach so, ja, ja, wir kriegen das hin. Und ich werde nicht sagen, dass es locker flockig machbar war, weil der finale Kampf da war schon, ach, sonst, lasst euch weg, ich mag euch nicht. Und es war machbar. Was hier anders ist, don't know. Ah ja. So. Na, die Palamuts sind schon noch süß. Kutscher haben wir auch schon echt lange im Team. Und Kutscher ist halt so schön neutral. Eigentlich auch strong. Habe ich mir Kutschers gegen Mühe gegeben? Das muss ich jetzt sehen. Kann ich das hier mir angucken? Nein. Ja, da haben wir auch Mühe gegeben. So sah das damals auf dem 3DS nicht aus. So, wieder Vulkangebiete. Ich muss sagen, die Lichteffekte sind aber auch echt schick gemacht. Jo. Da darf ich nicht hin, weil da Lava ist. Da brennt sich unsere Monstis die Füßchen. Oh, da sind dann ein paar Uroktor. Ich frage mich, ob hier irgendwo ein Teostre ist. Wir haben bisher nur den Gigante von den Drachenältesten gesehen, die es gibt. Gegen Agnaktor haben wir schon gekämpft. Glaube ich. Dankeschön, dass ich da vorbei durfte. So, da kommen... Das Monster wurde weiter drin gesichtet. Bleib zusammen und wir müssen uns keine Sorgen machen. Los geht's. Okay, das ist der richtige Weg. Wenn ich mal zurückgehen, um da zu gucken, was wir da potenziell verpasst haben. So. Schön, schön, schön. Ah. Ein Sinogre. Ich mag euch. Aber das nervt jetzt gerade ein bisschen. Tschüss, Kumpel. Man sieht sich. Ach ja. Hey, ich meine, ich war in letzter Zeit eigentlich auch relativ... einfach in einem relativ guten Mut irgendwie. Trotz... allen Sachen, die passiert sind. Ich hoffe dann einfach, dass... Na. Ich glaube daran, dass alles gut laufen wird. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann schon.
So, haben wir hier noch ein paar Sachen gefunden, die uns gut helfen können. Ein Frostpilz. Sehr schön. So. Ah, fantastisch. Ja. Der Gigant ist sicher ein Kraftmonst. Da würde ich wahrscheinlich dann wirklich Anjamampf austauschen. So. Die wird dann 100 Jahre, um sich umzudrehen. Das ist sehr schön. Ich weiß es halt nicht. Ich fände es schon cool, aber es würde... Ich glaube, das würde einfach lore-technisch bedeuten, dass wir der krasseste Rider sind, der jemals geritten hat. Okay, jetzt... Ich glaube nicht, dass der Nergigante hier kommt. Ich calle ein... Wobei, es hatte schwarze Obsidianflügel. Ein Monster 4 mit Obsidianflügeln. Mir fällt gerade keins ein. Ich hätte sonst Brachydius gecallt, aber das Ding hat keine Flügel. Supposedly where the monster was spotted, but no sign of the Nergigante, though. Hey, let me ask you something. Why did you become a rider in the first place? The kinship stone? Ah, that stone belonged to Red. I passed it on to his grandchild here. I thought we might be able to finish what he started. I see. It sure sounds like you have some big shoes to fill. I can appreciate that. But have you thought about what you need to do in order to fulfill his wishes? What my partner needs to do? You're a rider. You have both allies and monsties. Think about what all of you can accomplish together. Something tells me that is what your grandpa would have wanted. What we can do together, huh? Anyway, let's get going. What we can do together. Everyone? Let's do this. Okay, das war süß und ich hab... Oh, das war mein Controller. Der Hund, das ist. Ich hab's gehört. Das ist ein Brachydios. Nein, ich werde das Ding nicht Brachydios nennen. Über meine versprengte Leiche. Ich glaube, ich verstehe endlich, was wir hier tun sollen. Wir müssen uns um den Brachydios kümmern oder er zerreißt uns in 0, nichts in Fetzen. Also, er explodiert uns in Fetzen. Das ist ein Unterschied. So, Brachydios. Ist garantiert ein Kraftmonster. So... Ah, der Kopf wird wahrscheinlich schwach gegen
gegen Schlag sein. Also, wir jetzt mal unsere Diablos-Hammer nehmen. Oh, wir haben ein Wasser. Wir haben einen Wasserbogen. Das Ding ist schwach gegen Wasser. So, mein Kumpel. Ja, das war obvious. Ey, ich hab's gecallt. Ich finde das so super. Ja, was für ein Vulkanmonster haben wir noch nicht gesehen. Irgendwas mit schwarzen Schwingen. Ey, Baselgeuse, aber das Baselgeuse kann überall vorkommen. Super, super, super. Rati wird das jetzt leider verlieren. Eigentlich will ich Mochi reinholen wegen der Wasserangriffe. Und sobald uns der Prohydios. Ey, der Kopf ist nicht stark gegen Hammerangriffe. Oh, interessant. Wir werden wieder überziehen müssen, Leute. Ah, Wasser. Wasser ist the way to go. Erstmal kritten, so muss das Mochi. Gut, ich werde jetzt trotzdem mit dem Hammer weiter angreifen. Oh, weil wir schon eine Charge haben. Scheinbar ist wieder Pierce gut gegen den Kopf, aber. Hallo. Ja, das ist jetzt nicht so effektiv. Mal Doppelangriff, das sollte wehtun. Ja, ja, doch, eigentlich ganz. So, Rati macht auch einen Geschwindigkeitsangriff. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt ist das Ding sauer. Ah, sieht schon schick aus in der Monster Hunter Stories Optik. Doppelte Bindungsfähigkeit auf dem Kopf sollte reichen. Ich will ein Fähigkeiten-Siegel machen. Ah, stimmt, ich brauche ja. Ich brauche 30 Punkte dafür. Entschuldigung, ich muss ja kurz lesen. Ja, wenn es Siegel macht, ist halt nicht so toll. Wenn ich streichle. Trefferpunkte und vertieft die Bindung. Ja, Trefferpunkte wären halt schon noch cool. Aber Mochi hat noch Gesundheit. Oh, Schleim aufladen. Ey, das ist nicht gut. Der nächste Schlag wird wehtun. Sei vorsichtig. Der Schleim an seinen Fäusten ist explosiv. Okay. Mochi sagt toxische Gefahr. Ich glaube, ich steig drauf ein. Ah, oh, seine Fäuste. Muss nur angreifen. Oh. Ich hätte das nicht tun sollen. Oh. Teil gebrochen. Hm. Gut gemacht. Feueratem. Hey, so ein Barhydius könnte ich mir auch als Monster vorstellen. Das ist sicher auch cool. Vergiftet haben wir es jetzt auch noch. Habe ich 30 Punkte? Da habe ich 15. Habe ich irgendwo bei irgendeinem von euch 30? Bei Coach habe ich 50. So. Einfach nur um diesen Ultra-Crit jetzt zu machen. Können wir jetzt die Fähigkeiten. So. Schön auf die Fäuste. Was ist das? Boah! Einfach in der zertrümmert. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
1600 Damage. Mit einem Schlag. Not bad, not bad, not bad. So. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal auf unseren Bogen wechseln. Und jetzt ist es nicht mehr wütend. Kann man Doppelangriff mit Arti machen, auch gut. Ja, schade, es ist schwach gegen Kota. Aber ich kann Ride On machen. Wenn ich jetzt noch... Ja, ja, wird das beim nächsten Mal? Also bei den Doppelaufladen richtig krass sein. Doppelsynchro. Eine Doppelbindung. So, jetzt haben wir es. Ah, so muss das. Kumpel, das wird jetzt wehtun. Ja, das Ding ist irgendwie viel easier als der Astalos es war. Gut, dann wechsle ich zu der T-Rex-Kieferklinge. So, Geschwindigkeitsangriff. Dann wird gleich das nächste Teil gebrochen und vielleicht überziehen wir heute auch nicht komplett. Wir sind schon bei 27 Minuten gleich. Okay, jetzt ist es sauer, jetzt benutze ich Geschwindigkeitsangriffe. Das heißt, eigentlich benötigen wir jetzt Technikangriffe. Und dann würde ich wieder Mochi reinholen. So. Kap ist gleich kaputt. Giftstachel. F. Doppel-F. Ich darf keine Technikangriffe benutzen. Aber es ist gleich down. So. Teil gebrochen, fehlt nur noch der Schwanz. Ich meine, klar, wir haben auch Sachen, die ermöglichen es uns, ja, das wird nicht gut kommen. Drei Sachen, die man wählen kann. Ich glaube, Aquaspringer wäre besser. So, ich muss leider einen Geschwindigkeitsangriff machen. Und die Fäuste müssen weg. Die halten aber Gott sei Dank nicht so viel aus. Ich glaube, das sollte sie wegsprengen. Ja, gut. Keine Sprengwaffen mehr für dich, lieber Kollege. Der Schleim bedeutet, dass er bereit ist, uns wegzupusten. Der letzte Angriff hat viel Schaden hinterlassen. Hast du irgendwelche Heilobjekte dabei? Sehe ich so aus. Greift er mich an? Ja, greift mich an. Ich werde so lange. Ich habe halt kein Dio dabei. Um das wegzuhauen. Oder Reiniger. Das löscht den Effekt natürlich auch. Passt doch. Ich glaube... Oder? Nochmal Aquasprenger sollte auch schon wehtun. Ich glaube, ich wechsle mal auf den Regen für den Schwanz.
Dann ist natürlich die Frage, ob die Subspezies von Brahydios, Raging Brahydios, auch hier ist oder jemals dazukommen wird. Oh, du bist in den Kampf mit deinem zornesverstrahlten Monster geeilt. Ich weiß nicht, ob du furchtlos oder töricht bist. Yes. Was habe ich dir gesagt? Meine Partnerin und ich schaffen es bis ganz nach oben. Wollen wir nicht einfach rausfinden, warum das Vieh existiert? Naja. Der bläulich-schwarze Panzer des Brahydios, glänzend wie Obsidian, verschönert er Monturen. Inneres Organ des Monsters, das eine unbeständige, explosive Substanz enthält. Brahydios Hammer. Mächtige Brahydios Faust, was auf die explosive Substanz aussieht, auf die sie bedeckt. Ich meine, jetzt kommt noch eine Cutscene. Und dann können wir eigentlich für heute auch Schluss machen. Nice one, partner. I think I'm starting to understand. Understand what? I have my own part to play in achieving what Red couldn't. I'm here to support his grandchild and protect Ratha. And it's my job to point my partner and Ratha in the right direction. We've got a world to save after all. I won't blame myself for things I can't change anymore. Well, that's good to hear. All right! Now that we've got our priorities straight, it's time to find the Nergigante. Ready, buddy? Ja, supi. Gut, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich schon in der Stadt sein, weil ich uns dahin porten werde. Aber ich danke euch trotzdem fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal werden wir erfahren, ob wir Brahydios als Monster haben können oder nicht. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.